Freunde. Und vor allen Dingen Freunde des Schach 960, die natürlich jetzt gerade Hochzeit, fast die eine Hochzeit haben. Denn, wie ich jetzt schon mehrfach auch angekündigt habe, natürlich hängt das einfach, ob das Spiel Verbreitung findet, hängt einfach auch mit Angeboten zusammen, Turnierangeboten und ob man das was zu sehen bekommt. Und die Hürden, die an dem Spiel Schach 960, die hindern oder die einfach am Wege stehen, die sind halt vielfältig und wiederhole ich gerne immer mal wieder, aber sie sind eben auch leicht zu überwinden, wenn man es denn gerne möchte. Und ein Beispiel war zum Beispiel jetzt hier war das Match Carlsen Nakamura, nicht? Also ich erinnere gerne daran, Valentine's Day, 14. Februar. Ich habe gestern auch ein Video gemacht über was anderes, klassisches Schach. Und ich bin dem klassischen Schach ja auch gar nicht abgeneigt. Ich meine nur, dass wir trotzdem eine Zukunft im 960 Schach haben, hätten. Und zwar eine sehr goldene und rosige, oder wie man das auch immer poetisch umschreiben möchte. Also da gibt es noch viel zu entdecken und natürlich versuche ich hier auf ein paar Dinge selber hinzuweisen. Was hatte ich jetzt eingefügt und dann doch nicht weitergeführt? Also die Hürden. Und hier war jetzt eben zum Beispiel dieses Match und war eben so ein bisschen angekündigt und dann waren so Bilder bei Chessbase und so ein paar Fotos. Und dann war da eben ein Bild, wo lauter Kids da am Brett saßen und die haben eher das klassische Schach bevorzugt. Und naja, dafür gibt es eben einen einfachen Grund. Wenn man jetzt in den Turniersaal kommt, beim Kreuzberger Monatsschnellturnier, im Schach 960, wo, was eben fast einzigartig ist, gibt die Berliner Meisterschaft und das Monatsschnellturnier in meinem Schachclub mit 15 Minuten. Ne, jetzt spielen wir 12 plus 3, finde ich natürlich noch besser. Alles, was das Schach fördert, ist also gut und würde ich sagen. Also, und Bonussekunden, wie man halt jetzt auch bei Carlsen Nakamura einmal gesehen hat, wo er mit Turm Läufer gegen Turm tatsächlich die Partie verliert, Carlsen. Und natürlich jeder sagen würde, Mensch, jetzt macht er irgendwann mal Remis, da konnte er auch zweimal den Turm tauschen, hat er nicht gemacht. Dann sagt natürlich Nakamura, na, wenn du 17 Sekunden hast und nicht den Turm tauschst, dann habe ich irgendwann auch das Recht, auf Sieg zu spielen. Und als Carlsen dann den Turmtausch anbot, hat ihn Nakamura abgelehnt und einfach gesagt, ich gewinne halt mit Turm gegen Turm und Läufer. Was natürlich dann, und Carlsen war ja auch trotzdem gut gelaunt am nächsten Tag und akzeptiert es dann, selbst wenn er im ersten Moment erregt ist. Nur entfallen all diese Dinge, wenn man mit Bonussekunden spielt, weil dann ist es eben entweder Remis oder Weiß gewinnt noch, also Weiß, die Turm- und Läuferpartei, es sei denn, er verteidigt halt korrekt oder die 50 Züge sind voll irgendwann, weil man das nicht zum Sieg führen konnte. Wie auch immer, jedenfalls ist es also Bonussekunden förderlich, also wir spielen 12 plus 3. So, und wenn man in den Turniersaal kommt, dann ist halt kein Brett aufgebaut. Da sagt man, wie, wer hat denn hier geschlampt oder was ist denn los? Naja, klar, beim 960 kann man halt einfach das Brett nicht aufbauen. Okay, ist eine Riesenhürde, weil jeder möchte irgendwie eine Stellung auf dem Brett haben und nicht einfach die Figuren da neben dem Brett und die Bauern in der Mitte. Man müsste sich halt an den Anblick gewöhnen, nicht, dass eben da stehen acht Figuren und die acht Bauern bleiben ja in der Originalposition. Und, aber der Anblick ist einfach unästhetisch, das gebe ich zu. Und insofern ist es zum Beispiel mal die eine der Hürden. Die zweite wäre, wie fangen wir denn nun an, wenn wir 960 spielen? Naja, also ich meine, wie ich anfange, ist ganz einfach. Jetzt habe ich mein Telefon natürlich gerade liegen lassen und jetzt will ich es einfach holen gehen. Und man hat einen kleinen Moment Geduld. Ja, es war doch so nahe. Und ich habe es woanders vermutet. Ja, naja, gut. Und da habe ich mir eben einfach, wie kann man das hier groß stellen oder sonst was. Jedenfalls habe ich mir einfach die App runtergeladen. Und das ist halt, dann drücke ich halt auf einmal auf Generate New Board. Also hier sieht man jetzt irgendeine Ausgangsstellung. Jetzt drücke ich auf Generate New Board. Und schon werden die Figuren umgeschaufelt. Und man hat eine neue Ausgangsposition. So, man lädt sich also die App runter, Handy hat sowieso jeder und hat jederzeit eine Ausgangsstellung, mit der man dann eben anfangen kann. Dass man immer noch klassisch aufbaut und so, wie wir spielen jetzt ein paar Partien, komm, lass uns eine Partie blitzen,
Dann geht es immer so los, wie baut man auf? Klassisch, wie auch sonst. Und das ist halt eine der ganz großen Hürden. Und da sage ich jetzt nicht mehr, dass man Würfel dabei haben muss, was auch funktioniert, oder dass man die Augen verschließen, der eine und der andere fährt mit den Figuren über die Felder und man sagt dann Stopp oder so, was eben auch eine Methode ist, da muss man halt eine gewisse Reihenfolge einhalten. Alles nicht nötig, App runterladen und man hat jederzeit die Chance, das zu spielen. Mit dem Carlsen-Nakamura-Match, was gestern am 13. zu Ende gegangen ist, 19.09. bis 13. vier Tage, jeweils zwei Partien, sozusagen Art von Schnellschach, 45 plus 10 oder was haben sie gespielt, oder dann haben sie auch am letzten Tag haben sie ja dann auch ohne Bonus gespielt, keine Ahnung mehr. Ich weiß einfach die Zeitbedingungen nicht, war mir auch egal. Aber jedenfalls zwei Partien Schnellschach und am letzten Tag acht Partien, ja, also auch schnell, aber dann eben Art von Blitz 10 plus 5 oder was haben sie, ich weiß einfach die Zeitbedingungen gar nicht. Und das ist mir auch gar nicht so wichtig. Aber jedenfalls wurde 960 gespielt und dann waren natürlich jetzt hier die Videos zu schauen, Yasser Selvan mit Anna Rudolph, wie ich hier zeige, fantastisch alles gemacht, also die nicht nur, dass man die Spieler sieht, dass man es im Wechsel, dass man hier ein Analyseboard, dass man hier teilweise die Originalstellung, dass man hier also das, die am Brett sehen konnte, wie sie auch manchmal sich die Haare raufen oder halt konzentriert nachdenken, der eine relaxed ist und vielleicht mal rumläuft und also das ist einfach schon unglaublich, was dem Schach da, was da geleistet wird und das muss einfach dem Schach auch einen Boost geben. Und also diese kleinen Hürden, die sind halt spielend doch zu überwinden und ich denke mal, dass jetzt einfach ein paar Turniere nachfolgen werden. Im Chat, das wollte ich sagen, stand jetzt hier immer, wann gibt es denn Turniere, wo können wir mal spielen, weil die Leute natürlich sofort das interessant finden, so wie man auch ein bisschen eingeführt wird. Das ist eben einfach... Also ich schlage das oftmals vor, da sage ich, lass uns um 960 spielen, weil ich treffe mich ja hier auch manchmal mit Bekannten hier oder so und dann sage ich, komm, nur 960, was anderes spiele ich nicht oder so und natürlich finden die sich jetzt schon damit ab oder sagen dann auch, macht eigentlich auch Spaß oder wie soll ich sagen, das ist ja dann gemeinsam, dass wir das halt eben einfach ein bisschen fördern und untereinander dann eben einfach spielen wollen und dann sieht man eben, es geht ganz einfach nicht. Und wie wollte ich sagen, ja, dann gibt es natürlich so... Ja, aber viele sagen dann eben, ja, ich weiß ja gar nicht die Regeln, ich kenne ja gar nicht die Regeln, das kann ich nicht spielen, das andere ist mir schon kompliziert genug und da blicke ich ja sowieso nicht durch und so Koketterie so ein bisschen, aber es ist eigentlich, läuft es immer halt ein bisschen auf Ausreden hinaus, dass eben einfach, ja, wenn jetzt einzelne Verfechter, die sind dann eben die Außenseiter, nee, ich bleibe beim klassischen Schach, das wird ja überall gespielt und ich brauche ja nur... in Schachclub und überall ist die klassische Stellung und was eigentlich, was willst du mit 960, Totgeburt, wird gar nichts draus. So, und wenn es natürlich hier und das und einem ein bisschen nur näher gebracht wird, dass man mal sagt, guck mal, hier könnte man so und wie steht's denn und wie geht denn die Rochade jetzt in der Stellung und Carlsen war eben auch einmal und hat tatsächlich dann den Kopf geschüttelt in einer der Schnellpartien und hat die Partie nachher auch verloren, das war die eine, die er verloren hat, wo er eben da einen Königsangriff macht, weil der König da auf C1 und Turm auf D1 stand und auf einmal rochiert der weg nach G1 und Turm nach F1 und war König total in Sicherheit. Ja? Und man sah es Carlsen auch an der Reaktion an, diesen Zug hatte er einfach vergessen. Und natürlich gebe ich weiterhin zu, dass eben Carlsen das große Problem ist in 160, weil es eben, weil man einfach der Stellung nicht ansieht, ob es möglich ist. Weil eben der Turm kann ja überall stehen und wenn er nun nach E1 gezogen hat, dann weiß man ja nicht, ob er gezogen hat, weil man es der Stellung nicht ansieht. Man muss sich dann halt erinnern. Und abgesehen davon, dass halt die große Veränderung der Figurenpositionen einfach, wenn man also von hier lang, was es eben nicht mehr gibt, sondern C-Castling, G-Castling, man rochiert nach C oder nach G, dass eben der König hier den Turm überspringt und nach C1 ist halt ein viel weiterer Zug als gewöhnlich. Hier würde aber der Turm seinen Platz behalten, hier würde der König, bei der G-Rochade würde der König den Platz behalten und der Turm. Aber es gibt natürlich auch Stellungen, wo beide Figuren, nämlich so wie es war in der Partie König auf C1, Turm auf D1, der andere Turm stand anfangs auf A1, dass dann der König von C1 nach G1 fliegt und der Turm von D1 nach F1, dass also insgesamt 1, 2, 3, 4 plus 1, 2, 6 Felder übersprungen werden und das noch dazu mit zwei Figuren, also überwunden werden oder so, wo eben eine riesen Stellungsveränderung stattfindet, nicht? Und die man sozusagen auch im Kopf vorhersehen muss. Aber abgesehen davon, dass man auch einfach wissen muss, geht es noch. Weder an der Königsposition noch an der Turmposition, wenn sie nicht, also solange sie auf der ersten Reihe sind,
kann man es ansehen. Klar, wenn König auf H1 steht zum Beispiel, dann kann er auch nicht mehr rochieren, mit welchem Turm auch. Ein bisschen Turm auf seine, also da kann er nicht in der Ausgangsstellung stehen. Also es gibt halt ein paar Ausnahmen, aber normalerweise weiß man es einfach nicht. Und wie ich schon immer vorgeschlagen habe, auch für die Kiebitze, also seit der Berliner Meisterschaft 2008 oder so, wie mir das mehrfach durch den Kopf ging, macht die Schilder ran, das G-Castling möglich, C-Castling möglich, G-Castling möglich, C-Castling für beide Parteien en passant, ist halt nochmal eine andere Sache. So, und in diesem Moment wüssten auch die Spieler, aber warum sollte man diese Hilfe nicht zur Verfügung stellen? Ansonsten dürfte man ja auch fragen, darf ich noch rochieren? Ja, mehr oder weniger Schiedsrichter dürfte antworten oder der Gegner auch, ja, du darfst noch rochieren. So standen wir am Anfang. Nicht, man könnte auch die Ausgangsstellung einblenden, dass man dann zumindest wüsste, der Turm stand anfangs auf D1, wenn er da immer noch steht, dann geht halt vermutlich die Rochade noch. Also Turm auf D1, König auf G1, wenn sie dann immer noch aktuell so stehen. So, also so könnte man mit diesem Problem auch umgehen, aber was eben zugegebenermaßen ein Problem ist, was ich früher halt nicht so erkannt habe und nicht so eingesehen habe, und ich habe natürlich gleich den Fall gehabt, wir hatten einen neuen Spieler, letzten Freitag im Schach 960, im Monatsschnellturnier, einen ganz netten Herrn, ich will jetzt die Nationalität nicht, weil ich sie nicht hundertprozentig weiß, aber er heißt eben Amod, wie er mir dann sagte, Kuma, und der mich dann fragte, und ein sehr gebildeter Mensch, wie man sofort feststellte, und ich habe ihn dann noch gefragt, was er halt macht, und macht halt mit Data, also er macht einen Beruf auch mit Informatik in diese Richtung. Jedenfalls hat er mich dann gefragt, ja, wie geht denn Rochade? Und dann habe ich ihm halt diese eine kurze Regel erklärt. Und dann kommt die Partie und er macht natürlich tatsächlich den Rochade-Fehler. Und ich dachte, Mensch, kann denn das sein? Und dann habe ich es ihm nochmal erklärt während der Partie. Und dann hat er es immer noch nicht verstanden, habe ich gemerkt. Und dann sehe ich eben ein, dass also selbst ein sehr intelligenter Mensch, der also, ja, dem man das einmal erklärt, dass der also dann immer noch einfach diesen Fehler macht. Und von daher muss man es einfach so sagen. Und jetzt sollte ich nie sagen, Rochade ist doch ganz einfach, weil sich dann die Leute fast schon vor den Kopf gestoßen fühlen, sondern man sollte ruhig zugeben, es ist ein Problem und es ist vielleicht das Problem, was viele Leute, sie wollen sich nicht blamieren und sie haben halt Angst davor, dass sie hier irgendwas mit Rochade falsch machen und insofern, so, jetzt haben wir 12 Minuten Schach 960 drumherum geredet und jetzt gehe ich hier mal hinein in die Partie. Also, sagen wir mal so, wenn ich diese Stellung sehe, drängt sich mir auch der Zug C2, C4 auf, den Carlsen eben auch nachher gemacht hat. Andererseits gibt es halt auch ein Prinzip, dass ich sage, ich möchte dem Gegner den Zug, den er am liebsten spielen möchte, auch verwehren. Und insofern könnte ich sagen, also wenn ich nicht möchte, dass er C5 spielt, dann könnte ich eben doch wieder mit dem nicht ganz so attraktiven Zug D4 beginnen. Also das ist nur mal so ein bisschen eine Vor, so wie ich halt, und selbst wenn man jetzt sagen würde, nee, C4 ist aber doch der beste Zug, vielleicht macht man ihn doch nicht, weil man sagt, na, der Gegner wird ja sowieso gleich C5 machen. Also sprich, dann könnte man vielleicht doch wieder von abweichen. Natürlich hat Nakamura hier C5 gemacht und jetzt, ich meine, vielleicht erinnert man sich, dass ich eben immer diesen Anmerkungen gegenüber ein wenig kritisch bin und die Partie jetzt auch gar nicht ganz genau wüsste. Aber Yasser Saruman, der ja selbst in Berlin war, auch als hier ein 960-Turnier war und der dann einmal bei mir aufs Brett guckte, also ich kannte ihn sozusagen, habe auch vor dem Turnier mit ihm kurz gesprochen und hat er einmal aufs Brett geguckt bei mir. Ich habe das Turnier klar gewonnen, habe ich alle Partien gewonnen, aber hat er einmal aufs Brett geguckt gegen Ralf Harich und wollte ich einen besonders schlauen Zug machen und habe eine Figur eingestellt. Habe die Partie dann aber trotzdem gewonnen, weil der Gegner war schon so short on time, also in Zeitnot, dass ich dann trotz Minusfigur noch gewonnen habe. Aber es war natürlich ein schrecklicher Fehler, wo er dann sagt, einmal guckt darauf und sieht einen Patzer spielen. Gut, jedenfalls hatte ich auch vor der Partie mit ihm so diskutiert, so ein paar 960 Stellen, also sprich, ich habe also auch mit ihm persönlich darüber und er ist halt auch ein Freund dieses Spiels und wie auch immer. Jedenfalls, ist ja meine kritische Anmerkung sozusagen immer die, dass die Anerkennung für diese und der Respekt vor diesen. Und er fängt halt hier sofort daran an zu erklären, wie man sich entwickeln sollte und erklärt halt so dieses Problem. Natürlich könnte ich das hier auch vorspielen. Also,
Er ist halt der Meinung, dass dieser Läufer schlecht steht, was ich so nicht unterschreiben kann. Und dass man dem also möglichst schnell Raum geben sollte und insofern also Springer B3 und D4 spielen sollte. Ich finde das halt eine extrem oberflächliche Ansicht dieser Partie, denn man hat nicht nur diesen einen Läufer. Und abgesehen davon muss man sich auch immer damit beschäftigen, wie der Schwarze sich dagegen stellt. Also ich kann hier nicht einfach, man muss so spielen, ja, so musst du doch spielen, so musst du doch spielen. Ja, aber der andere macht doch auch irgendwas in der Zeit. Also da kann ich ja nicht einfach so. Und ich meine, abgesehen davon, dass er jetzt von Figuren spricht, wo die hin sollen, man redet halt eher davon, welche Zentrumsformation, oder so würde ich eben rangehen, welche Zentrumsformation möchte ich einnehmen. Jetzt wird der Zug F2, F3 diskutiert, weil es angeblich um das Problem Child Läufer E1 geht. Und das ist ja gar nicht, was einen hier beschäftigt. Sondern wenn ich F3 spiele, dann muss ich mich ja immer noch entscheiden, welche Zentrumsstruktur ich einnehme. Und also das tut mir leid, das ist halt einfach sehr oberflächlich. Und F3 verschafft halt diesem Läufer da E1 einen Ausgang, aber diesen versperrt es ja. Also was soll der Zug? Also das ist halt Blödsinn. Abgesehen davon, man antizipiert ja auch, was der Schwarze für eine Zentrumsstruktur einnimmt. Natürlich kann ich jetzt wieder mal mit den vollen Hosen gut schinken, dass ich hier einfach sagen kann, ich habe ja gesehen, was sie gemacht haben. Aber das ist einfach zu offensichtlich, dass man halt diesen Läufer so befreit und dass eben der Zug D4 und der Zug D5 einfach das Thema sind. Und mit E3 befreit man halt den Läufer F1. Man kann nicht sagen, ich will den Läufer E1 befreien, das ist mein Sorgenkind. Danach, ob der dann beerdigt ist, ist mir ganz egal. Oder was, ist doch Blödsinn. Also man muss ja an alle Figuren denken. Also tut mir leid, auch wenn die Idee jetzt gar nicht mal so schlecht ist, aber ich würde halt sagen, naja, wenn man Springer B3, dann würde man halt jetzt vielleicht Springer B6 und jetzt ist ja der ganze D4-Plan schon torpediert, weil ja der Bauer C4 hängt. Man möchte ja nicht im Turm hier auf D4 schlagen, dann kommt doch gleich Springer C6. Also das ist ja einfach Blödsinn, jetzt muss man sich ja erneut kümmern und jetzt muss man wahrscheinlich E3 spielen, dann wird der E6 spielen und dann wird trotzdem D4 kommen und jetzt dann läuft es wahrscheinlich auf sowas Ähnliches hinaus wie in der Partie. Also, es ist oberflächlich und ich würde mal sagen, wenn man jetzt kommentiert, dann sollte man sich halt auf das Kommentieren konzentrieren und nicht jetzt die Züge vorhersehen. Abgesehen davon, dass diese Spieler einfach so zu stark sind, dafür, um ihnen hier, also ich meine, da fehlt halt einfach der Respekt. Jetzt muss man sagen, lass uns mal gucken, was der Carlsen hier ausarbeitet. Das wird schon seinen Sinn haben. Ich versuche zu verstehen, nicht seine Züge einzusagen hier oder zu sagen, so sollte er und dann wird er ja auch ausgesprochen kritisch. Also für mich ist der Zug Springer C3 der absolut logische Zug und das ist natürlich auch den er gemacht hat. Das ist eben sozusagen, man verstellt sich nicht seinen C-Bauern. Abgesehen davon hat ja die Dame bereits ein bisschen Breathing Space, wie es so schön heißt, also ein bisschen Freiheit, Atemfreiheit. Und naja, viel mehr kann man halt nicht leisten in diesen wenigen Zügen. Nicht? Nakamura hat jetzt eben Springer B6 zuerst gemacht. Also ich wette jetzt, dass ich die Partie nicht auswendig weiß. Ich muss also hier absolut manchmal vorwärts gehen. Nicht? Und habe die jetzt nicht mehr hier eingeprägt. Jedenfalls, man sieht jetzt auch nicht unbedingt hier immer, also Nakamura hat dann, so, hat also offensichtlich dann zuerst E6 gespielt. So, das machen wir jetzt mal mit überschreiben. So, und warum hat er zuerst E6 gespielt? Ich meine, jetzt können wir doch nur versuchen zu verstehen, was für mich jetzt eben total naheliegend ist. Wie gesagt, wenn man die Partie kennt, dann ist es immer leicht da, aber das ist halt für mich zu klar, dass man diese Züge, abgesehen davon, mit D5 hat man ja diesen Läufer auch teilbefreit, was ja auch seine Absicht war, mit dem Zug Springer B3 und D4 den zu befreien. Allerdings kann ich auch jetzt nicht die Diagonalen alle oder den Springläufer hierhin gut stellen, weil ich halt für den Springer auch einen Ausgang brauche. Aber es ist eben nicht die einzige Figur, mit der wir uns beschäftigen müssen. Abgesehen davon haben beide dieses Problem eben einwandfrei gelöst und da hat er dann auch nicht mehr gesagt von dem Problem. Also dann hätte ich mal gesagt, oh, da habe ich mich wohl geirrt, weil anscheinend war das Problem nicht, beziehungsweise haben sie es besser gelöst, als ich es selber getan hätte. So, nun kommt der Zug Springer C2, der für mich auch Nummer 1 war. Und das ist natürlich jetzt immer leicht, hier sowas anzugeben. Nur kann ich dazu die folgende kleine Geschichte erzählen. Ich habe eben im Jahr 2017, 2018 habe ich ja ganz schlecht abgeschnitten, habe ich ja hier auch ein bisschen was gezeigt mal, wie ich gegen den Marcos Dybala verloren habe. Aber da habe ich ein Prinzip angewandt einfach und bin halt damit Berliner Meister geworden, 2017 im Schach 960. Da habe ich das Prinzip angewandt, ich verbaue mir niemals mit einer Figur die Bauern.
ob dann irgendwann mal hier ein Angriffszug später vielleicht sowas wie Dame G5 und da stand Bauer auf G2, das weiß ich nicht. Aber es ging natürlich um die Eröffnungsphase. Also das, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das Gefühl, ich habe das Prinzip immer eingehalten, das viele deutsche Prinzip. Und ich finde das viele deutsche Prinzip einfach fantastisch. Und jedes Mal, wenn ein Spieler mit einer Figur einen Bauern verstellt, denke ich immer, hätte man das nicht vermeiden können. Und der Springer auf C2 hat wirklich jetzt keine wesentlich höhere Funktion. Der nur diesen, dass man den Bauern B nicht verstellt und abgesehen davon, dass man das Feld D4 sowieso stützt. Also sprich, das ist für mich der irgendwo ästhetische, bessere Zug, wie auch immer. Und insofern habe ich, warum man ihn vielleicht nicht so gerne macht, ist eben natürlich, dass die Dame eben ein Feld weniger hat, was sie hier nicht hätte. Von daher aber, da hat jetzt halt Prevailing gewonnenes Prinzip. Ich verstelle mir keine Bauern. Und wenn man, also mit Figuren keine Bauern, und wenn man Carlsens Züge sehr aufmerksam beobachtet hat, dann weiß ich nicht, zwar nicht, ob er sich zum Prinzip auferlegt hat, aber ich weiß nur, dass er es fast immer eingehalten hat. Das Prinzip, welches ich mir auferlegt habe. Und insofern würde ich mal davon ausgehen, dass es einfach ein nicht mal ganz verfehltes Prinzip ist, auch wenn es nicht eine Carlsensche Vorgabe war. Jetzt kam halt nur Nakamura mit Springer B6, greift halt diesen Bauern an und man möchte natürlich nicht unbedingt B3 spielen, abgesehen davon, dass man in dem Zug D7, D5 ins Auge schaut. Da muss man ja eine Antwort drauf haben und möchte auch nicht D3 spielen, weil man nach D5 erneut in der Erklärungspflicht ist, sondern man spielt selbstverständlich E3. Und hier ist halt Yasser Seirawan leider eben mit seinem Eröffnungskonzept, also was er hier vorgeschlagen hatte. Also er hat diesen Zug auch nicht vorgeschlagen, Springer C2, sondern war hier noch ein ganz anderen Zug. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht hinaus unbedingt, wobei ich schon ab und zu mal... So, jetzt haben wir halt den Fortgang der Partie. Jetzt muss ja D7, D5 gekommen sein. Nicht? Also das Problem mit diesem Läufer ist halt vollkommen, entpoppt sich hier als vollkommen anders, als er das vorher gesagt hat. Das wären also im Prinzip die besten Figuren, aber das ist alles jetzt. Also er macht natürlich D5 und mehr oder weniger liegt natürlich der Zug D4 in der Luft und das möchte man auf gar keinen Fall zulassen. Da der Springer ja auch von C6 aus dieses Feld hier und dann würde noch der andere Bauer kommen. Also das lässt man auf gar keinen Fall zu. Also wäre nur die Frage gleich D4 oder erst tauschen. Und da der Bauer C4 hängt, hat er halt zuerst getauscht. Also das ist einfach total logisch, diese Partieentwicklung. Und natürlich ist das auch von Carlsen antizipiert worden, anders als von Yasser Seirawan, dass eben das vermutlich so kommen wird. Natürlich ist jetzt... Wir hätten jetzt natürlich auch eine Diskussion, wenn man E/D machen würde. Da würde auch kein anderer Zug als D4 in Frage kommen. Und nun müssten wir uns ja über natürlich Isolani-Struktur möglicherweise, wenn man also einfach Springer C6 macht, man müsste auch über das C5, C4 nachdenken. Hier hätte aber der Springer C2 eben eine zweite, also nicht nur, dass er nicht angegriffen ist, sondern dass er eben auch das Feld B4 überwacht. Also sprich, möglicherweise selber mit B4 kommen kann, wo er dann das en passant zulässt und sich hier Raum verschafft. Aber eben der Springer steht jetzt einfach gut hier. Ne? So, und das wäre aber trotzdem eine ganz andere Diskussion, die aber absolut auch in Frage kommt. Dass sich Nakamura für Springer schlägt, D5 entscheidet, ist natürlich absolut einwandfrei, weil diese Zentrumsstruktur einfach, die hier eingenommen wird, die ist einfach absolut logisch. Jetzt ist immer noch der Zug D4 einfach der... Ja, das ist fast der ein einziger Zug. Also man kann ja halt zuerst tauschen. Ach, vielleicht hat er sogar zuerst getauscht. Nee, hat er nicht. Sieht man ja an dem Bildchen. So, er hat halt gleich D4 gespielt. Und jetzt nahm halt Nakamura diesen Bauern weg. Auch, also hier sind ja andere Züge. Klar, kann man, aber es ist ja auch so ein bisschen, wer würde jetzt hier vielleicht dieses Grünfeldprinzip greifen, dass man halt E3, E4 spielen könnte. Und nach Springer C3 auch mit dem Bauern wieder nehmen könnte und dann halt das starke Zentrum hätte. Also tauscht man hier halt erst, weil jetzt dieses kein Thema mehr ist. Also sprich, und jetzt ist halt die Frage, wie man wieder nimmt, aber natürlich ist hier alles schon antizipiert. Und jetzt, wie man jetzt sieht, ist eben das Problem, was er den beiden Spielern mit diesem Läufer hier angedichtet hat und was er angeblich als Problem erachtet hat, dass es also jetzt schon mehr oder weniger nur nichtig ist. Wobei beide eine sehr unterschiedliche Verwendung
Also ich würde sagen, jetzt muss gekommen sein der Zugspringer C6. Und natürlich, also dadurch, weil das Weiß halt immer einen Zug mehr hat, also ich meine, Nachspringer C6 ist halt absolute Symmetrie, was eben, ja, man könnte sagen, bedauerlicherweise im Schach 960, aber es gibt erstens genügend Stellungen, also auch Möglichkeiten abzuweichen, aber es ist halt, gibt halt auch ein endloses Gebiet noch, was vor uns liegt, von möglichen Abweichungen, die wir jetzt noch nicht kennen. Das heißt also, dass nach C4 der Zug C5 zwar irgendwo eine Art Ausgleichszug ist, aber es spielen ja nicht immer gleich starke gegeneinander, und dass dann eben genauso der Zug E5 in die Theorie übergehen würde in dieser einen von 960 Stellung. Dass man einfach sagt, wenn ich aber als besserer Spieler schwarz spiele, dann strebe ich ja nicht nur Ausgleich an, sondern ich strebe halt ein verteiltes Spiel an mit Chancen für beide Seiten. Und dann werden sich ganz andere Möglichkeiten auch ergeben. Also dass hier nun, wenn die Nummer 1 gegen die Nummer 2 spielt, was ich jetzt einfach mal Nakamura andichte, dann darf man schon davon ausgehen, dass eben der Schwarzspieler hier mit einem Remis absolut natürlich gut bedient und zufrieden ist. So, jetzt Springer C6. Also hier hat man halt jetzt schon eine gewisse Entscheidungspflicht. Also den Springer wegziehen würde vielleicht sogar in Frage kommen. Wie man im Nachhinein abtauschen würde eben gar nicht in Frage kommen, weil man damit den Gegner tatsächlich entwickelt. Also mit Läufer C3, also das würde man jetzt überhaupt nicht machen, weil man einfach, ja, wie soll ich sagen, zwei Tempi schenkt ungefähr. Weil man ja eine selbst entwickelte Figur, schon zweimal gezogene Abtausch und so weiter. Also das würde man überhaupt nicht machen. Wegziehen scheint natürlich auch widersinnig, aber eben würde es die Entwicklung in der Partie verhindern. Springer C6 ist halt ein absolut einwandfreier Zug, absolute Symmetrie, nur Weiß hat eben den Anzugsvorteil, der eben bleibt. Den nutzt er mit Springer schlägt D5, weil er jetzt eben sagt, na wenn du ED nimmst, also nicht nur, dass ich jetzt schon Isolani das, sondern hier habe ich eben quasi auch eine weitere Figur auf dem Idealfeld. Und das hat man eben selten in der Isolani-Struktur. Also sprich, auch noch den Läufer gleich perfekt, um das Feld zu überwachen. Also wenn der Läufer auf, ja, keine Ahnung, wenn er auf B3, B2 steht, dann ist oft diese Schwächung der Struktur nicht so vorteilhaft für Weiß. Und woanders deckt da halt das Feld nicht. Also mit Bauer E3, Springer D4. So, also das wäre eine sehr günstige Konstellation. Also nimmt Nakamura halt mit dem Turm. Das mag nun einen verwundern. Aber es ist eben sozusagen, ja, er möchte jetzt keine Vorteile gleich dem anderen einräumen, sondern sagen würde, auch meinetwegen jetzt wie Kramnik dann gegen Kasparov mit der Berlin Wall, die jetzt heute immer noch Thema ist, einfach den Wettkampf dann unentschieden oder keine Partie verloren hat mit Schwarz, so würde man vielleicht auch sagen, ach, nimm mal ED, das ist alles bekannt, das wird nachher doch nur Remis, könnte natürlich auch sein. Und dass man dann lieber vielleicht doch das vermeidet. Aber jetzt kommt eben ein absolut bemerkenswerter Zug von Carlsen, der eben auch leider immer dem Kommentatoren-Duo entgeht. Die Anna Rudolph hat natürlich jetzt, also ich habe extra nachgeguckt, weil sie hat Elo, weil mich auch sogar meine Tochter fragte, aber dann sagte ich, auch die ist ungefähr so gut wie ich. Also 2227 steht da, gut, könnte ich sagen, ich bin noch so 100 Punkte besser. Aber sie hat eben total brav nur das kommentiert, war immer am Ball, also auf Höhe des Geschehens, hat auch gute Sachen gesehen, wenn sie was gesagt hat. Aber sie hat eben mehr oder weniger eigentlich nur so eine Begeisterung da mitgebracht und natürlich ihre Optik als Frau dann, wie soll ich sagen, was dann immer ansprechend ist. Und natürlich, das ist auch ein Auswahlkriterium, darf man ja nicht anders sagen. Also muss man einfach dann sagen, dass jetzt könnten ja auch 2600er hier sitzen und da hat man halt an Frauen jetzt eine geringere Auswahl. Aber das ist ja trotzdem sehr erfreulich, dass es so ist, abgesehen davon, dass sie ja einfach diesen gewissen Charme dann mit reinbringt und eben einfach dann auch mal begeistert sein darf und oh, das ist ja toll, was hat der denn da und das ist, ich bin ganz begeistert und da würde man jetzt nicht sagen, hast du das denn nicht vorhergesehen oder wie ist es denn, dann freut man sich einfach mit sozusagen, das war also gut. Und sie hat dann mehr oder weniger immer nur, ja, Yasser Seroman halt recht gegeben, so würde ich es mal umschreiben. Dass er dann sagte, wie gefällt dir der Zug? Und wenn er was vorgeschlagen hat und erklärt hat, dann hat sie immer gesagt, yes, I like this move. Und ja, wenn dann der andere wieder gezogen hat, dann hat ihr der Zug aber auch wieder gefallen. Also sprich, ja, aber es war auch gut so. Aber Yasser hat eben immer versucht dann mit, und wenn ich jetzt mal sagen dürfte, wenn er 2650 hat, absolut anerkannt, ist es aber immer noch 200 Punkte weniger. Und da darf man schon sagen, das sind Welten, die dazwischen liegen. Aber man dürfte eben auch sagen, wenn man jetzt hier im netten Plaudergespräch ist und nicht im Wettkampfmodus, dann kann man zwar ab und zu mal auch was Schönes sehen und auch leichter als vielleicht der Star da am Brett, wie man manchmal so über die Kiebitze.
Aber man dürfte auch mal, also man hat eben garantiert da 400 Elo-Punkte nochmal zusätzlich eingebüßt, weil man einfach jetzt im Modus ist, ich erzähle hier ein bisschen über Schach und über das Leben und finde alles sowieso ganz toll und bin ganz begeistert, dass die hier spielen, und sympathisch hat das sowieso mal gemacht. Also jetzt ist einfach noch ein gehöriger Einbruch an Spielstärke da, einfach muss man dann in Kauf nehmen, wenn man jetzt hier während der Partie versucht, da mitzudenken, aber gleichzeitig auch mitzureden, nicht? Also Trumpfleck D5 ist eben absolut bemerkenswert, der Zug, nicht der Zug, sondern der Zug, den Carlsen jetzt macht. Und das darf man doch jetzt wirklich mal ruhig herausstellen, und dann muss man mal sagen, also jetzt komme ich ganz kurz mal auf diesen Punkt, was eigentlich so ein bisschen Thema sein sollte. Und dieses Thema Turn einnehmen sollten, was ich natürlich auch schon mal zum Thema gemacht hatte, aber eben auch gibt es ein Prinzip dahinter. Und dieses Prinzip ist sozusagen für mich das Prinzip, wie eine Sprache zu lernen oder zu können. Was sagt man, wie spreche ich Englisch? Ja, es geht so leidlich, oder wie ist es denn? Ich spreche ganz ordentlich Englisch, ich kann, ja. Jetzt gibt es eben aber den Riesenunterschied zwischen passiv und aktiv. Und das ist einfach, da sind Welten dazwischen. Und einfach jetzt einen Text zu lesen oder ein Gespräch zu hören, einen Witz oder eine Comedy-Show im Englischen, in der englischen Sprache, da muss man also sehr switched on, nicht? Ich verwende jetzt hier immer diese Anglizismen oder so, aber keine Ahnung warum jetzt, aber Fakt ist, dass es eben eine unglaubliche Herausforderung ist, das jetzt erstmal dann mitzukommen, ja? Und trotzdem gibt es halt dieses Prinzip aktiv und passiv. Was könnte ich denn jetzt selber für einen Witz auf Englisch erzählen? Tut mir leid, da bin ich sofort gescheitert. Also ich kann keinen Witz erzählen. Auch weil die Pointen einem gar nicht so, das ist ja oftmals eine Art von Wortwitz. Das ist genauso, wie man ein Kreuzworträtsel einfach nicht in der anderen Sprache machen kann. So, also was haben wir für ein Prinzip? Wir haben das Prinzip verstehen und selber tun. Und das ist eben wie passive, aktive Wortschatz. Verstehe ich die Züge oder könnte ich sie selber machen? Und natürlich kann man bei jedem Zug, den man im Anschluss versteht, könnte man auch sagen, ach, vielleicht wäre ich auch drauf gekommen. Aber wir haben ja hier nun trotzdem diese Spielstärkeunterschiede. Und da dürfte man einfach mal sagen, das hätte ich nicht gemacht, das hätte ich nämlich auch nicht gesehen. So, diesem Prinzip, leider sind die halt nicht unterworfen. Das heißt also, die Kommentatoren nehmen immer wieder diese Position, ich bin Großmeister, das könnte ich auch. Und das ist halt einfach nicht ganz die richtige Position. Denn Großmeister 2,6, Magnus Carlsen 2,850, das sind Welten. Und diese Welten würden sich bemerkbar machen. Und immer wenn der diese kritischen Worte sagt, auch jetzt zu Nakamuras Aufbau, das Spiel, oh, nicht so gut gespielt, I didn't like this move, nachher natürlich auch die Niederlage zu erklären, dann zu sagen, ja, da hättest du mal nicht so gespielt, sondern so, ungefähr seinen Vorschlag. Dann würde ich eben als Nakamura sagen, bitte setz dich hin, jetzt mache ich mal mit dir ein Match, und bei 16:0 können wir vielleicht anfangen, kannst du ja mal überlegen, ob du nächstes Mal noch sagst, nicht, er würde ja nicht 16:0, meinetwegen würde er nur 12:4 oder wie auch immer gewinnen, aber dann würde er vielleicht auch nächstes Mal sagen, warte mal, ich versuche erstmal den Zug zu verstehen und nicht gleich zu sagen, yeah, I know what he's trying to do, ja, aber hast du es denn gesehen, hast du es erwartet, ist es gut, ist es besser als deins? Das gehört leider immer mit dazu. Und ich bin geschweift und sonst was und bin sonst... Jetzt kommt dieser Monsterzug von Carlsen, und das ist der Zug Springer F3. Und jetzt diesen Zug zu verstehen, das finde ich einfach jetzt schon mal die größte Aufgabe. Also eigentlich. Und dennoch behaupte ich dann, ich habe es geschafft. Also diesen Springer C6 jetzt, der ja im Moment auch nicht ziehen könnte, weil er ja die Dame gedeckt ist oder sowas, ja. Aber der befreit diesen Läufer. Und das heißt also, Abtausch würde sowieso den Schwarzen erleichtern, auch selbst wenn er jetzt nicht möglich ist. Aber vielleicht würde der Partiezug, selbst wenn jetzt vorher gesehen, gleich kommen, und dann würde sich vielleicht der Abtausch bald anbahnen. Und also, dass man jetzt Läufer C4 vielleicht überhaupt nicht in Erwägung zieht, wegen vielleicht Turm C5, sondern dass man sich so etwas, also nicht Turm C5 und dann hier Fesselung, wer will sich damit beschäftigen,
ob denn was droht oder was droht. Und nee, um Gottes Willen, also das macht man überhaupt nicht, sondern wartet auf einen günstigen Moment. Aber Springer F3 ist einfach ein perfekter Zug. Und der Gegenzug ist aber auch perfekt, den Nakamura hier macht. Und den habe ich ja jetzt schon genannt. Aber das ist einfach, und jetzt reden wir auch mal über den König. Und vielleicht haben wir irgendwann mal doch eine Rochade, weil da muss nur noch der Läufer ziehen und der Turm springt drüber. Und dieser Läufer muss auch nur noch ziehen. Wir haben also absolute Harmonie, wobei die Harmonie noch, sagen wir mal, in the offing, also sie ist noch im Entstehen. Also die Harmonie, den Läufer hierhin, kurz Rochade, aufzubauen, nicht? Das ist also noch, steht noch aus. Jetzt kam Dame die 8. Fantastischer Zug. Also weder der Abtausch, finde ich, ist richtig, noch das sich selber schlagen lassen, sondern Dame D8. Man macht halt Druck auf den. Jetzt kommt eine Turm schlägt D5 in Frage, weil das einfach, ja, ich meine, Läufer E2, alles runterholzen, keine Ahnung. Also Turm schlägt D5, Dame schlägt D5, noch würde er weiß nach Eröffnungsvorteil suchen, nicht? Und jetzt eben auch wieder nicht das oberflächliche Läufer C4, und die, weil wieder Dame C5 käme und man gefesselt wäre, ungedeckte Figuren, das möchte gar nicht. Sondern jetzt sogar noch diesen geduldigen Zug A2, A3. So, und in dieser Stellung jetzt fing aber Salomon an zu erklären, dass hier Schwarz irgendwie Sieger in diesem Eröffnungskampf ist. Also ich meine, ich müsste das jetzt immer vorspielen, das und dann anhören, will ich jetzt nicht. Aber, und zählt die entwickelten Figuren. Und ist halt der Meinung, Schwarz ist jetzt dran und hat mehr Figuren im Spiel. Also, ich meine, wir haben halt dieses Problem hier, was, ja, Problem, es ist halt kein Problem, aber es ist halt eine Winzigkeit, wenn man sagen würde, ja, wo will er denn hin? Während der weiße Läufer den Ausgang hat, der weiße kann sich das Tempo jederzeit sozusagen holen mit Läufer C4, weil er eine Figur mit Angriff entwickelt. Und nun hätte die Dame auf C5 auch gar nichts mehr verloren, wegen B2, B4, also nur mal, um auch den Zug noch, außer dass man halt Läufer, Springer, Ausfall, Bauern überdeckt, dass der Zug einfach sinnvoll ist und die Stellung passt. Das wird ja nachher von Neil Sellermann auch noch zur Schwäche erklärt. Also, der Zug ist absolut einwandfrei und hier ist kein schwarzer Vorteil, sondern hier ist weißer Vorteil. Aber das, die Engine wird vielleicht sagen 0,0, das weiß ich nicht. Sellermann macht aber die Schwierigkeiten, die schwarz gerät, an dem Zug Läufer D6 fest. Und das ist halt für mich natürlich Quatsch. Also Läufer E7 kann man natürlich spielen, aber man muss sozusagen... ist ja auch selbstverständlich der Zug, ja. Aber man muss natürlich auf Läufer C3, dann hat eben der weiße Läufer ein Target, und zwar das Feld G7 und auch den König. Und selbst wenn man jetzt rochiert, würde man immer noch sagen, Moment, der Läufer ist mir hier ein bisschen lästig auf G7, nicht? Ich abgesehen davon, dass man irgendwann E4, Dame G5, keine Ahnung was. Aber man würde den gerne neutralisieren, übrigens später in der Partie wird es zum Thema, aber dann würde man halt die geschwächte Bauernstruktur. Und Läufer D6 ist vielleicht trotzdem nicht der beste Zug, das will ich nicht sagen. Aber das jetzt als Fehlerquelle hier oder sowas auszumachen und auf einmal den Schwenk in der Partie, nicht? Also Carlsen hat jetzt überhaupt nicht Läufer C4 gespielt, weil ich glaube, da war nämlich der Zug für geeignet, den Nakamura gemacht hat. Er hat eben dann meinetwegen doch die Entwicklung nicht ganz perfekt vorher gesehen. Also jetzt sage ich alles aus Erinnerung, obwohl ich die Partie auch nur live da mitverfolgt habe. Also, Läufer C4 würde jetzt eben, dafür war halt jetzt auch gedacht, wegen Dame H5. Und dass man jetzt sagt, naja, warte mal, wenn der jetzt rochiert, oh, auf einmal Springer E5 und da droht matt oder so. Also auf H2, nicht? Also sprich, Nakamura hat halt den Zugläufer C4 antizipiert und Carlsen macht aber den Zugläufer E2. Und das ist natürlich jetzt wieder Carlsens Konzept, dass er halt sagt, ich weiß ja, der will nach H5. Oh, jetzt würde er ja nie mehr nach H5 gehen, weil er sofort im Abzug steht und abgesehen davon auch überhaupt nichts droht. So, und jetzt ist halt meinetwegen der Schwarze ein ganz klein bisschen in Schwierigkeiten, wobei er durchaus, ja, jetzt muss ich wieder Castling by Hand, oder macht er hier irgendwas? Nein, jetzt muss ich halt Castling by Hand machen und das muss ich für beide Parteien machen. Das geht ja gar nicht. Also muss ich eigentlich Stellung aufbauen machen, ne? Weil der Weiße kann ja gar nicht rochieren. Das ging ja nur mit dem Zug H3, den er später gemacht hat. Also wie mache ich jetzt die Rochade? Ja, ich kann es natürlich einfach so machen. Ich mache mal ein halb, ist mir jetzt alles egal. Mal sehen, wie es hier geht, wenn ich das einfach so mache. Jetzt nehme ich einen weißen Turm und stelle ihn hier hin und nehme einen schwarzen Turm und stelle ihn hier hin. Und sage, okay, wer ist am Zug? Schwarz, bin ich einverstanden. Ach, jetzt hat Weiß halt auch rochiert.
So, und jetzt habe ich also das Casting bei Hand hier durchgeführt. Und jetzt antizipiert natürlich, und hier, ich meine, dass jetzt Selvan irgendwann mal sich korrigiert und sagt, ich meine, er hat sich ja korrigiert in dem Sinne, dass er sagt, I like White's position, also jetzt wird irgendwann Weiß Marker mehr, aber macht es daran fest, dass er ja diesen Fehlzug Läufer D6 gemacht hat und auf einmal auf der D-Linien-Schwierigkeiten ist. Aber das wäre genauso der Fall mit dem Läufer auf E7. Was macht dieser Läufer? Wenn man ihn nur mit F6 rausbringen kann, das möchte man überhaupt nicht wegen Läufer C4, was vielleicht sofort verliert. Also das geht eben nicht. Und Läufer D7 würde ja das gleiche Problem auf der D-Linie und man möchte ja den Turm rausholen. Also was ist einfach, es ist einfach so, und wie gesagt, jetzt nochmal, kommen wir nochmal zurück, ich bin Yasser Selvan, oder ich wäre Yasser Selvan, oder ich wäre in dieser Position, dann würde ich sagen, let's first try to understand these moves, and then we can think about finding better moves. Also erstmal versuchen wir sie zu verstehen, vielleicht finden wir dann auch irgendwann mal einen besseren Zug, oder wie auch immer. Aber jetzt sind wir erstmal dabei, das zu verstehen. Und Läufer D6 ist verstanden worden. Vielleicht war trotzdem Läufer E7 besser. Trotzdem haben wir ein Problem mit dem. Eingeleitet alles mit dem genialen Zugspringer D4, F3, was einfach dieses überragende Schachverständnis. Natürlich würde er jetzt gerne mit dem Springer hier und mit dem Läufer nach C6, nur kommt er dafür zu spät. Sagen wir mal Springer E5, Läufer C3, ja jetzt, ja, Springer F3 geht nicht, weil nach Läufer F3 ist ja nur der Weiße weiterentwickelt, Läufer C6. Geht auch nicht, weil man nach Turm D1 schon verliert, eigentlich. Ja, ich würde sagen, man verliert. Also es geht einfach nicht mehr. Und von daher ist halt einfach das weiße Eröffnungskonzept besser aufgegangen, aber das liegt einfach an der überragenden Klasse. Wenn man das nie zu hören bekommt, sondern jetzt nur hört, ja, weil Carlsen, so, Nakamura so blöd ist und den Läufer nach D6 stellt, also das ist, tut mir leid, so sympathisch, dass auch alles gemacht ist. Aber es geht ja weiter, dass er natürlich auch das Nakamura'sche Gegenprinzip auch nicht versteht und nicht gesehen hat. Antizipiert erstmal. Erstmal vorhersehen, dann verstehen. Also vorhersehen wollen und verstehen. He is facing the threat. Er sieht der Drohung ins Auge, dass halt Turm D1 mit Tempo kommt und dann auch kommen weitere Züge mit Tempo. Also macht er Springer C6 nach E7. Bitte verstehe diesen Zug, ja, Sir. Ich habe ihn verstanden. Das behaupte ich einfach, aber da kann man mich natürlich auch auslachen. Bloß ich sage gleich, ich wusste ja, was er wollte. Nämlich nach Läufer C3 und während Selvan noch spekulierte, stand schon der Läufer auf A4. Also mir war es halt klar, dass er einfach den Zug Turm D1 und im Notfall mit Gewalt verändern muss. Und das hat er eben so getan. Selbst wenn hier jetzt eine ungedeckte Figur steht. Nun, also auch in dieser Stellung, also klar, man müsste mich jetzt als Kommentator, dann könnte man es prüfen halt, ob ich nicht nur die Anerkennung, Respekt, das, aber auch die Züge antizipiere. Das ist eben hier für mich der nächste fantastische Zug, der aber eben sozusagen, das war auch meine erste Wahl. Nicht? Also ja, Selvan hat ja jetzt hier von den Schwächen im weißen Lager gesprochen. Nicht? Und ich hätte halt gesagt, naja, sowohl mit Springer D2, gefolgt von Läufer F3, als auch eben mit Dame B1, mit der zusätzlichen Option, halt auch Springer D2, Läufer F3, aber auch E4, E5 irgendwo in den Raum zu stellen oder wie auch immer. So, man sieht einfach, dass die weißen Figuren arbeiten und die schwarzen Figuren sich jetzt ein bisschen schwer tun. Aber es sind ja Nuancen. Nicht? Es sind Nuancen, aber es ist eben einfach fantastisches Schach. Und das darf man doch ruhig mal so oft sagen, wie man nur kann. Und nicht immer, I would have preferred. Und ich hätte lieber so gespielt. Warum hat er denn das? Und warum hat er denn überhaupt den so blöd hingestellt? Er macht also Turm C8. Ich mache alles aus dem Gedächtnis und verlasse mich darauf. Und Carlsen macht tatsächlich Turm C1. Natürlich hat Selvan diesmal den Zug Dame B1 verstanden. Hat ihn auch gelobt. Aber eben nicht antizipiert. Und da hätte ich jetzt eben gesagt, naja, den habe ich aber erwartet und gesehen. Dass ich eben sage, man möchte ein bisschen E4, E5, aber auch Turm C1 eben. Und das war halt die zweite Sache. Und natürlich das Feld B3 ist auch jetzt mehrfach überwacht. Sprich also der Zug Springer D2 oder auch Springer D4 möglicherweise. Situationsbedingt. Damit würde man so ein bisschen den Zug B2, B3 wieder in den Raum stellen. Aber Carlsen spielt ganz brav Turm C1. Und nun macht halt Nakamura den besten Zug, auch nicht antizipiert, also für mich den besten Zug. Das habe ich ja nicht, Engine, sonst was gibt es ja nicht. Aber den, klar, man könnte jetzt sagen, ja, was soll er sonst machen oder was auch immer. Aber er macht auf jeden Fall den Zugspringer G6 und hat eben damit zwar den Springer ein bisschen scheinbar sinnlos überführt oder sonst was, aber eben der Läuferausgang war ihm zu wichtig, vor allen Dingen wegen Feld D1, muss man halt gewisse Zugeständnisse machen. Und jetzt ist eben der Springer auf G6 und jetzt ist eben der Zug E3, E4
ein gehöriges Stück demotiviert. Also dadurch, dass halt das Feld F4 frei ist. Und wie es weitergegangen wäre nach E4, ja, ich vermute halt, dass er natürlich nach C6 gegangen wäre mit der Dame. Also C7, C5, das weiß ich jetzt nicht. Aber C6 mit der Absicht natürlich, der Läufer kann ja jetzt nicht wegen der Trumpffestnahme, natürlich könnte er so, aber dann käme Dame D7 und das wäre alles unter Kontrolle. Und der Zug E4, E5 geht ja gar nicht, weil man den sogar schlagen kann. Aber da wäre, weil der Läufer C3 gefesselt ist, nicht? Also das wäre jetzt einfach kein guter Zug. Und hier natürlich jetzt, also ich meine, dass immer der gezogen hat, der ist irgendwie im Vorteil. Weil der dran ist, hat ja Probleme zu lösen, weil der gezogen hat, immer irgendwie gerade günstig. Aber was ich ja genau falsch finde, denn die Klasse dieser Spieler ist ja so, dass sie mit dem Zugrecht einfach mehr anzufangen wissen als man selbst, also als der jetzt kommentiert gerade. Und dadurch ist immer der Zug, der gerade geschehen ist, ist irgendwie, oh, was macht er denn jetzt überhaupt? Weil man nämlich den Zug auch wieder nicht erwartet hätte. Sprich, man hätte auf beiden Seiten immer schon längst verloren. So, also E4, aber jetzt kommt eben ein typischer Carlsen-Zug, aber ein so fantastischer Zug, wieder mal, wo ich einfach nur sage, guck mal, immer wieder werden auch Figuren aus der Schlagdistanz, also Läufer schlägt H2, ist irgendwo, natürlich Dame H5, jetzt trotzdem vielleicht wieder, auch in Kombination Springer H4, oder der wäre ja nicht, aber H3, auch die Figur wegzuziehen, natürlich auch der Luftloch-Aspekt, aber auch der Aspekt, wie machst du denn eigentlich weiter? Und das darf ich jetzt mal überspringen. Ich meine, jetzt bin ich von dem abgewichen, was ich tun wollte, hier so ein bisschen auch auf die Kommentare eingehen, die ich jetzt nur so habe einfließen lassen. Ob wir jetzt hier weiterkommen, weiß ich nicht. Da steht es aber so, wie es jetzt hier steht. Also von daher können wir mal davon ausgehen, dass wir hier irgendwo im richtigen Bereich sind. Aber wir können auch gerne hier noch ein bisschen weiter vorgehen. Springer E7. Na gut, dann machen wir mal hier. Bin ich jetzt schon an der richtigen Stelle? Wo ist denn jetzt mal wieder das Board? Ah, hier war jetzt dieser auch so ein bisschen kritische Moment. Springer E7. Ja, wo ist denn mal wieder ein Board zu sehen? Position, er ist wieder hier. Also, er hat da H3 gespielt. Ich wusste ja, dass diese Züge... Genau. Also, ich halte das jetzt hier wieder. Ich wusste den Fortgang so, aber eben nicht ganz hundertprozentig. Er hat da H3 gespielt und daraufhin kam eben auch der ganz leicht befremdliche Zug B6, der aber eben trotzdem einfach total logisch ist. Man möchte dieser Dame einen Ausgang verschaffen und man hat eben möglicherweise auch, ich meine jetzt das Feld A6, wollte man nicht unbedingt aufgeben. Dadurch, dass man aber hier mit Springer G6 nach F8 und Läufer D6 nach F8, also zwei Figuren, die das matt, zieht man also auch gerne den Turm von der Grundreihe weg. Man macht sich keine Sorgen um Grundreihen matt, weil das ist immer pariert. Ne? So, und hier war eben wichtiger der Aspekt, und jetzt, dass der Carlsen gar nicht erst Läufer A6 spielt, liegt wahrscheinlich einfach an Turm C7, wo man nicht weiterkommt. Also Carlsen spielt jetzt Läufer D3 und jetzt hat halt Nakamura...